Trump ist eine Woche schon gewählter Präsident und das hier ist Super Mario Bros. 2, die europäische Version, und somit willkommen zu einem schönen kleinen Specialist Test. Was geht's? Mario öffnet eine Tür und klettert eine Leiter runter und erwacht in einem Traum. Und diesen Traum spielen wir jetzt. Wir können wählen zwischen Mario, Luigi, Toad und Peach. Und wir fangen an mit Mario. Und ich hoffe, es geht alles glatt. Ich streame, ich habe es ja schon gestern aufgenommen. Ich mache es nochmal. Also. Was willst du denn? Moment, kann ich hier nicht greifen? Doch. Verzieh dich. Da, 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 da. Da, 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 da. So, bam, bam. Gut. Vogelalarm. Also, es geht darum, ich möchte kurz und das letzte Mal, dass ich im Vorlauf das Thema anspreche, denn ich möchte euch danach wirklich nicht auch noch damit nerven mehr. Trump ist gewählter Präsident seit einer Woche und ja, es ist ja nicht so, dass die Medien nicht kein anderes Thema mehr kennen, ja. Und ich gebe zu, ich war natürlich, wie in meinem Video, also ich habe meine Meinung nicht geändert, in dem Sinne, ich habe immer noch dasselbe Meinung wie in meinen anderen zwei Videos. Aber zu meinem Wohlfinden muss ich sagen, dass Trump auch viele seiner Aussagen selber relativiert hat und das finde ich sehr gut. Und ja, was soll man dazu sagen? Also beispielsweise kam wurde das Resultat bekannt, kamen schon Reporter und haben gefragt, ja, was ist jetzt hier mit Mauer zu Mexiko, alle Ausländer raus und alle Muslime raus und so. Dann hat er erstmal gesagt, Leute, jetzt schauen wir erstmal die wichtigen Themen an, ne? Und ja. Okay, das hat gereicht. Ach verdammt, das hat nicht gereicht. Ah, Mann. Und ja, in den Medien, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber unsere Nachrichten, die zitieren immer noch täglich. Was, ich bin schon bei Birdo? Nö. Immer noch täglich seine ganzen Wahlslogans des letzten Jahres und. Ja, wenn die Medien, die haben ja scheinbar noch nicht so gemerkt, dass. Ja, ey, Mann, hab ich getroffen. Dass das eben Wahlkampf war, ne? Und, ja, was sollen wir dazu sagen? Ach, Scheiße! War zu nah dran. Ah! Oh, ich bin wieder da. Ja, also, er hat wirklich auch zum Beispiel gesagt, das ganze Wahlkampf, ja. Obama sei ein schrecklicher Präsident, er wird alles besser und anders machen. Und dann hat er sich natürlich mit Obama getroffen und gesagt, ja, er findet es gut, was Obama macht. Und sie werden zusammen eine gute Machtübergabe machen und alles. Ist doch auch schön. Jo. Dann kam noch seine Aussage, dass... Oh, nix. Schade. Dass er zum Beispiel andere Länder, das sollen selber schauen, wenn er irgendein Land hat, sollen sie nicht zu ihm kommen. Nein, nein. Die sollen schön für sich selber schauen. Und dann kam vor einer Woche in den Nachrichten, dass die britische Premierministerin, ich glaube Alexa May heißt die. May, ich weiß genau, sie heißt May. Irgendwas mit May. Und ja, haben gesagt, ja, sie sind an der Brexit-Sache dran und ob sie Trump dann als Präsident dort informieren sollen, was dort alles los ist. Der natürlich macht das nur, er hat eine offene Tür für alles und so. Ja, so viel zu dem Thema. Aber das ist ja gut. Das ist ja gut, wenn einer sich nach der Wahl offener gibt als vorher. Ne? Also ich finde das extrem gut und deshalb bin ich auch der Meinung, Trump könnte, also wirkt sehr sympathisch jetzt für mich und könnte ein sehr guter Präsident abgeben, wenn er dann wird. Also es gibt ja zwar schon
Gerüchte, dass er vielleicht nicht lange im Amt bleiben kann, weil ein Verfahren gegen ihn laufen könnte, weil er eben, ja, ein bisschen gehetzt hat in seiner ganzen Wahlkampfperiode, also in seinem Wahlkampf und ja. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass er jetzt ganz anders redet. Typisch, oder, für Politiker, aber das finde ich gut. Ah, shit! Kann ich die nicht nochmal nehmen? Schade. Also ich finde das wirklich gut und ich finde ihn auch in dem Sinn jetzt sympathischer als Clinton, ganz ehrlich. Ja, viel mehr muss man dazu ja nicht sagen. Ach, scheiße. Okay, gut, das sollte ich mal gesagt haben. Irgendwie komme ich hier nicht. Mann, du Sniffy, du gehst mir auf den Keks. Geh doch woanders auf den Keks, vielleicht. Ach Gott. Vielleicht da. Ja. Oh, was, er ist gespawnt? Wieso denn? Ah, Mann, das nervt. Na toll, jetzt kann ich eben hier rauf. Gut. Und ja, ich habe den Stream nicht eingeschaltet, deshalb sehe ich nicht, ob hier jemand mit mir schreibt. Sorry. Jo. Und ja, wir hoffen mal, dass das jetzt so bleibt. Irgendwie habe ich jetzt ein Problem. Aber was ich sagen wollte ist, natürlich gehen jetzt alle auf die Medien los, weil die Medien haben natürlich Trump alles geglaubt. Ja gut, ich ja auch ziemlich viel, ne? Also geglaubt, ich habe gedacht, Alter, wenn das wirklich der alles wahr macht, dass er prophezeit, was er ankündigt, dann wird es problematisch. Aber es ist ja nicht so. Und ja, aber die Medien, die werden jetzt angefahren. Die sagen jetzt, Mann, ihr seid doch Journalisten, ne? Habt ihr eigentlich nichts anderes zu tun gehabt, als euch alles gegenseitig abzuschreiben, alles zu glauben? Ihr seid, für was habt ihr eigentlich Journalistik gelehrt und so? Ja, jetzt haben die Medien ein bisschen was an der Backe. Das macht auch gar nichts, ne? Meine, die Medien sind ja manchmal wirklich ein bisschen faul, sensationsgeil und alles. Und das macht gar nichts, wenn jetzt die Medien mal ein bisschen... Na eben. Das jetzt mal heißt, ihr seid das nicht wert, was ihr verkauft. So. Gut. Und das finde ich auch. Also die Medien haben jetzt wirklich ein Gehype gemacht. Also Facebook und so war eh ein Gehype da vor einer Woche noch. Und ja. Und wie gesagt, das wird mein letztes Video dazu vorerst. Ich habe mir nämlich, ja, ich habe ja vor einer Woche schon ein Video gemacht. Und habe mir gedacht, ja, wenn der Hype und alles dann immer noch ist in der Woche, werde ich dann noch ein Video machen und das habe ich so mitgemacht und beziehungsweise ich streame ja gerade, aber ich werde dann das Video downloaden und das Rohmaterial benutzen, ihr wisst ja, wie ich das meine. Ja, also von daher ist das ziemlich alles so gekommen, ich dachte, beziehungsweise, wie gesagt, ich sage zum letzten Mal, ich habe meine Meinung über Trump in dem Sinn geändert, weil die jetzt ganz anders klingt und ja. Ist ja gut, ne? Ist ja gut, wenn ein Politiker plötzlich ganz andere Töne, persönlichere Töne anschlägt, das finde ich ja gut und so, ja. Okay, und jetzt noch ein paar Worte zu... Verdammt, ich krieg das eigentlich nicht. Ein paar Worte zu Mario Bros. 2, also Super Mario Bros. 2 hier, ist ja die europäische Version, die originale Version ist ja eine schwierige Version von Super Mario Bros. 1. Kam bei uns als Lost Levels. Mit Windbeeinträchtigung, mit glatten Oberflächen und. Und deshalb finde ich es auch nice hier. Sie haben dann Doki Doki Panic ein bisschen umgestaltet für dieses Spiel. Und ich finde gut, dass Nintendo zu diesem Spiel steht. Ne? Also Sniffits und Shy Guys, die hier erstmal anzutreffen sind, die haben sie alle beibehalten in ihren Spielen und wie gesagt, ich finde das sehr, sehr gut. Ganz ehrlich. Ich dachte, dass man das mal richtig mit Toad, mit Peach spielen kann, wo dann ja im Super Mario 3D World wieder aufgegriffen. Und ich finde das Spiel allgemein gut. Ich würde es auch gerne... Ah, scheiße! Ich würde es auch gerne mal Let's Playen, aber dann mache ich dann lieber in der All-Star-Version auf dem Super Nintendo, weil ich da per Emulation Save State setzen kann. Du bist ein Arsch. Kann ich da mal hin? Daneben nicht. Verdammt! Wisst ihr was? Ihr gebt mir so fast auf den Keks, ihr Snippets. Was ist denn los?
Das sind so billige Fails, ey. Also, ich hab's gestern schon aufgenommen, da kam ich wenigstens zu. Ja, zu der dritten Welt, aber. Also, zu der. Ja, kam ich weiter. Hier bin ich irgendwie gerade ein bisschen am Abstinken, gerade. So, die Kirchen will ich. Ich seid schon wieder da. Ja, sag ich mir aber Keks! Die Game ist auf den Keks! Oh, okay. Dankeschön. Ta! Nächste. Da krieg ich's noch hin. Ach, das hab ich schon geholt. Okay. Ich gern! Muss doch konsumieren, verstehe ich doch! So. Also, ich sag wirklich zum letzten Mal, es war das vorerst letzte Video zum Thema Donald Trump. Und ich habe meine Meinung dazu gesagt. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch eine Meinung dazu schreiben oder wie ihr wollt. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt mit dem Thema wieder genervt habe, wie auch in den Medien. Ja, also die Nachrichten sind ja wirklich, es gibt fast keinen Tag vergeht, ohne dass man mit der was liest, also was hört oder so. Und sie haben sich nicht gebessert, die Medien. Sie haben sich nicht gebessert. Und das wird ihnen aus dem echten Verhängnis, weil die Leute sagen, wieso habt ihr Journalistik gelehrt? Ihr Verdammt! Wenn ihr doch nichts könnt. Nichts Neues. Ja. Ich nehme jetzt auf. Also ich würde gerne zu Peach noch kommen, ne? Das war jetzt falsch formuliert. Was? Ich fange mich von vorne an? Ja, nee. Okay, dann gebe ich mir jetzt Mühe. Okay. Dann. Und ja, ich spiele die NES-Emulation, weil. Ja. Ich will nicht meine NES Mini unnütz gebrauchen. Nein, Spaß, ich habe keine NES Mini. Gut, ich wollte auch nie eine, ehrlich gesagt. Aber als Geschenk hätte ich sie gekauft, aber ist ja überall ausverkauft. Wobei, Nintendo hat angekündigt, shit, dass sie nachproduzieren. Das ist ja gut. Okay, wieso kein Pilz? Schade. So. Ja, mehr kann ich eigentlich zu diesem Spiel auch nicht erzählen. Mehr weiß ich auch nicht. Ich habe gestern ein bisschen länger gebrabbelt. Es gab ein halbstündiges Video. Leider war die Aufnahmequalität scheiße. Also muss ich jetzt 5 Minuten vor Veröffentlichung noch löschen. Aber naja. Was macht man nicht alles? Oh, nein, wenn ihr gerade im Stream seid, ich sehe überhaupt nichts vom Stream. Ich weiß nicht mehr, ob jemand da ist oder so. Don't. Ich habe keine Ahnung, weil ich hier den Stream nicht offen habe. So. Okay. Ja. Nach oben? Nach oben. Ich hätte hier nicht tot nehmen sollen, ey. Das ist so eine Schnachnappe. Weißt du was? Kannst du mir mal aus dem Weg gehen? So geht's auch. Ah! Ich verzweifle hier noch. Yes! Ja. Juhu! Das gönne ich mir jetzt. So, Birdo! Birdo ist eigentlich ein Typ, wisst ihr das? So, die Conchita-Wurst von Mario-Universum. Gut, habe ich in Mario Kart Arcade GP schon erwähnt, ne? Glaube ich. Na komm schon, spuck mir die Eier ins Gesicht. Was? App. Yes! Und yes! Und yes! Und tschüssi! Mit Uzi! Hey, das war was. Ja, wie ist denn so? Peach kann schweben. Das ist praktisch. Seht ihr? Ja. Da 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 la 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 la. So, liegt der Teppich. Und dass mir hier nicht unter den Rocklinsen. Gehe ich ein bisschen nach unten. Das Soundtrack ist auch. Also, ich finde es eigentlich einen der besten Soundtracks der Mario-Spiele. Ehrlich gesagt. So, wir gehen mal hier rein. Ja, Pilz. Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Entschuldigung. Hahaha, den haben sie noch erwischt. Hier verzieh dich!
hier Ninjas. Das sind doch Ninjas, oder? Ich weiß nicht, wie die heißen. Was? Bin so blöd. Kannst du mal aus die Seite gehen? Ich finde, du bist nervig. So. Okay. Ja. Nein. Nein, du tust mir nichts. Nein. Und du tust mir immer noch nichts. Ha! Auf die Kirsche, was hast du? Ah, Scheiße! Was hab ich gesehen? Das ist nicht persönlich, ey. Kannst du nicht mal auf die Seite gehen? Und wow! Und du auch. So. Entschuldigung. Läuft. Was? Gerade ausgerechnet, dann hört der Stern auf zu wirken. So toll. So toll. So. Du dahin. Du dahin. Lass ausgehen. Hier, küss meinen Arsch. Kriegst mich nicht. Ich mach schon zum Mauser kommen. Mann, könnt ihr nicht aufhören zu nerven? Danke. Okay. Du gehst weg. Du gehst weg. Hallo, habt ihr noch jemanden, der wegging? Sein Tata oben was? Wahoo! Ah, shit! Kann ich mir so... Shit! Ja, ich weiß! So, jetzt bin ich wieder groß. Hörst du wohl auf damit! Und Keks gehen kann er ja, ne? Haha, nicht getroffen, ich hab's gesoffen. Was? Oh Gott! Fehl am Platz. Sniff it! Hau ab! Und du auch! Und du auch! Und du. Okay. Was ist das noch? So? Kommt jetzt Mause? Nee. Was kommt denn jetzt? Ah, nochmal Birdo. Okay. Friss. Verdammt! Kein Zielwasser. Hier! Schlag den Bauch voll! So unter Frauen, ne? Alles hat ein Ende, nur der Birdo hat zwei. Was? Nein, jetzt habe ich mich verpasst. Nein, alles hat ein Geschlecht, nur der Birdo hat zwei. Ja, ja, ja. So, ich nehme Luigi. Non per acqua, ama Luigi. So, ich mache den Mauser noch besiegen. Das liegt mir ein bisschen am Herzen. Ja. Kommt mir so bekannt vor. Auch schon mal hier, ja. Wisst ihr was? Geh doch zu... Oh, verdammt, ich kann nicht zielen. Geh doch! Mann, Luigi, wirf doch nicht wie... Luigi! Juhu! Stern! Stern! Action! Ich mach die ja pfeifen, aber es tut doch enorm weh, glaube ich. Okay, jetzt... Muss ich das jetzt sein? Du bist ein Arsch, weißt du das? Du bist ein Arsch! Blöder Scheigei. Münzen, Münzen, Kirsche, Münzen. Wieso kein Pilz? Na komm nur, komm nur, komm nur, komm nur! Hä? Hier! Geh baden, du Arsch! Du stinkst! Selber schuld. Wenn du blöd ist zum Hüpfen, der soll nicht, was. So. Juhu! Voll getroffen. Hier. Hier. Was haben wir hier drin? Juhu! Nix. Ich warte noch. Nö. Okay, ja! Shit. Ja! Okay, ich hab kein... Ich hab nur noch ein Herz. Shit. Wah! Juhu! Küsst euch. Klingt ja ein bisschen wie Mickey Mouse. Oh, oh, oh. Komm ich hier auch so rauf? Ich camp dir rauf, oder? Natürlich! Aber ich will dem noch ein Geschenk machen. Und wenn ihr im Stream seid, ich sehe nicht den Stream. Tut mir leid, ich sehe nicht, ob ihr mir hier zuschaut, antwortet, schreibt. So. Das war für dich! Ach, verdammt! So, hier. Ich warte hier. Verdammt, wieso kann ich nicht werfen?
Komm her! Hä? Wieso? Wieso denn? Kann doch werfen, oder? Geht doch! Gut, aber mehr ein Abstellen als ein Werfen. Aber gut, aber gut, aber gut, aber gut. Okay. Ich warte noch. Hep. Okay. Hep. Hep. Dann muss es schnell gehen. Ich geh mal hier lang. Ah, Mann! Hep. So. Lass mich in Ruhe! Ich will nichts von dir! Der tiefe Fall des Luigi! Man kann mal auf die Seite gehen. Ah! Hey! Nein! Nein, 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 nein! Ah, du bist ein Arsch! Also nicht warm bist du. Verdammt! Wegen dieses Scheigei da! Arsch! Okay. Ah, ich bin wieder groß. Ich bin wieder groß, ich bin wieder groß. Komm ich hier rauf? So? Nö, komm ich nicht. Hep! Nein, 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 nein! Nein! Tust du nicht! Nein! Ah. Komm auf das Vater, Kinder! Okay, und jetzt aufpassen. Rechts bleiben. Rechts bleiben. Ja. Hehe, Arschi Arsch. Gut. Oh Gott. Ich kenne das Spiel ja, aber oh Gott. Okay. Verzieh dich. Du nervst. Dankeschön. Okay. Das Herz hätte ich vorhin gebrauchen können, aber gut. Okay. Treffsicher sind wir nicht. Ah! Hab noch eins, hab noch eins. Ja! Noch ein Leben. Oh! Baden! Tschüssi! Wow! Okay. Und durch! Nein! Das tut ihr nicht! Ja, 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 ja! Rein da! Und jetzt kommen wir zum Mauser! So. Dankeschön! Na, Mauser! Alles fit im Gewicht. Arsch. Ach, du bist ein Arsch. Nein. Das darf nicht sein. Weißt du was, du kannst mich echt nerven, ne? Er soll doch mal da bleiben, verdammt. Ja. Das war so typisch. Dankeschön. Hey, gib her. Gib her. Gib her. Ich hab nicht mehr so viele Leben wie du. Oh, come on. Juhu. Dankeschön. Na, das war so peinlich. So wie das irgendwie nix. Verdammt! Das wird knapp hier. Äußerst knapp. Äußerst knapp. Mauser! So. Na! Toll! So. So wär's gegangen. Okay, dann sag ich. Ja, gut. Aber muss wie von ganz vorne, oder? Okay, gut, das war das letzte Test zu der NES-Version von Super Mario Bros. 2. Und somit auch ein kleines Special zu Eine Woche Trump. Und ja, dann sage ich, wenn es gefallen hat, supporten wie immer, Dankeschön. Und bis zum nächsten Video. Den will ich noch bashen hier. Tschüss. Hoppla. Entschuldigung. Bis
Bis zum nächsten Video. Tschüss.